Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Let It Cook. Heute mal eine Frankfurter grüne Soße mit Kartoffeln und Ei. Dafür brauchen wir Pfeffer, bisschen Zucker, Salz, Honigsenf, Kartoffeln, Zitrone, Sauerrahm, Schmand, hartgekochte Eier, eine kleine Schalotte, Gewürzgurken und einen Bund grüne Kräuter. Als erstes koche ich mal kurz die Kartoffeln, tue ich einfach ein bisschen Meersalz rein und stelle die mal hinter mir kurz auf, dass wir weitermachen können. Ja, einfach nur geschält. Das sind jetzt ganz normale Kartoffeln. Als erstes mal kurz ein bisschen Kräuterkunde. Was meine ich mit grünen Kräutern? Es gibt bei den gut sortierten Läden gibt es sogenannte grüne Soße Kräuterbünde. Das ist so eine, habe ich vom Viktualienmarkt heute geholt. Da ist schon alles richtig zusammengestellt. Ich will euch das jetzt aber kurz erklären, was da drin ist. In der Regel ist da drin Sauerampfer. Das sind diese großen Blätter hier, die schmecken so leicht säuerlich. Jetzt zeige ich es mal rein. Das ist Sauerampfer. Dann das mit diesen blauen Blüten, was so ein bisschen stachelig ist. Da müsst ihr aufpassen, da könnt ihr euch die Stacheln in die Finger einziehen. Das ist Borage. Das schmeckt auch hervorragend. Dann ist hier jetzt noch mit dabei, das ist immer ein bisschen unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Ja. Bei uns kommt zum Beispiel ein bisschen Dill rein. Ich habe aber schon gehört, dass es in Hessen eher so kein Dill rein gehört zum Beispiel. Dann gibt es noch diese Sache hier, die so kleine Blättchen hat. Das ist die sogenannte Pimpernelle. Ja, die kommt aber auch immer klassisch rein. Dann ist hier jetzt noch dabei ein bisschen Petersilie, ist noch dabei glatte Petersilie, ein bisschen Kerbel ist noch dabei und ein bisschen Schnittlauch. Das sind eigentlich die Kräuter, die wir da alle drin haben wollen. Die Soße ist sehr, sehr kräuterlastig. Ja? Also das ist eigentlich das Hauptding von der ganzen Soße. Wir nehmen das jetzt so her, dass ich die gröbsten Stiele, die mache ich ganz gerne weg. Die tue ich natürlich nicht weg, sondern die werden noch in der Kräuterrahmsoße aufgekocht. Ja? Weil da ist wahnsinnig viel Geschmack drin, also bloß nicht wegschmeißen. Meine Lieben, Entschuldigung, die Kamera hat gerade gesponnen und hat das Schneiden der Kräuter nicht aufgenommen. Ich habe den ganzen Bund kurz ein bisschen vorbereitet. Seht ihr ja, ist jetzt hier drinnen. Ja, die sind klein geschnitten. Aus irgendeinem Grund hat sich die Kamera ausgeschalten. Ich weiß nicht warum. Manchmal spielt einem die Technik halt ein paar kleine Streiche. So, jetzt gebe ich hier dazu ein bisschen von dem Sauerrahm. Ja, zum Mixen der Kräuter. Warum gebe ich da jetzt noch nicht alles dazu? Das Problem ist, wenn ihr Sauerrahm mixt, dann wird er sehr flüssig. Ja, der wird fast wie Milch dann nach einer Zeit. Und ich will, dass die grüne Soße einen richtig schönen Stand hat. Deswegen jetzt erstmal ein bisschen weniger dazugeben. Ja, wir können jetzt hier schon mal reingeben. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz. Kleine Prise Zucker, nicht zu viel. Vorsichtig mit dem Zucker. Dann, das ist jetzt hier mein Trick. Ja, ich gebe zum Beispiel wahnsinnig gern zur Frankfurter grünen Soße diesen Honigsenf dazu. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt aus dem Supermarkt, das ist in diesen kleinen Gläschen drinnen. Ja, der schmeckt sowas von fantastisch. Und anstatt einem normalen Senf gebe ich immer ein bisschen was davon dazu. Weil es gibt uns doch mal so eine schöne Süße und so einen ganz interessanten Geschmack rein. Und was wir auch noch gleich dazu geben, ist ein kleiner Spritzer Zitronensaft. Wenn ihr die vorbereitet, die grüne Soße, bitte den Zitronensaft erst kurz vorm Servieren dazugeben, weil sonst werden euch die Kräuter grau. Ja? Einfach einen Spritzer dazu. Jetzt heißt es mixen. Kommt wieder mein Lieblingsmixer zum Einsatz. Ich mixe es mal schnell fertig. Das muss man immer wieder aufmachen, wieder runterdrücken. Dieses Ding ist nicht so ganz so toll. Ich gebe es ehrlich zu. Bin gleich wieder bei euch. Harte Arbeit mit diesem Mixgerät. Also, das haben wir jetzt geschafft. War ein bisschen hin und her. Ich habe noch ein bisschen Rest von der sauren Sahne dazugegeben. Ich rühre mir das jetzt hier drin an. Warum in so einer Plastikbox? Weil ich es einfach danach gleich in den Kühlschrank geben will. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Okay. Ihr seht ja schon, das ist jetzt so richtig, richtig giftgrün. Wir haben natürlich jetzt den Schmand noch nicht dabei und die anderen Zutaten noch nicht dabei. Aber die Kräuter sind jetzt richtig schön zerhackt und auch klein zerhackt, wie ihr seht. Alles rauskratzen. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Ja, manche machen in die grüne Soße Mayonnaise rein, finde ich absolut ein Graus. Keine Ahnung, wie man darauf kommt, da Mayo reinzumachen. In meinen Augen muss es da nicht rein. Bei mir kommt nur Schmand und saure Sahne rein. Ihr könnt aber auch Creme Fraiche reinmachen. Ihr könnt alle, im Prinzip könnt ihr an Milchprodukten reinmachen, was ihr wollt. Ja?
Dann noch den Rest von der sauren Sahne auch sauber auskratzen. Okay, jetzt schön das hier reinrühren. Und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Ja? Wenn ihr diese ganzen Milchprodukte jetzt schon mit zum Mixen dazu gibt, dann wird die grüne Soße sehr, sehr dünn. Ja? Und das wollen wir eben nicht. Wir wollen schon noch ein bisschen den Stand haben. Die ist jetzt auch schon dünn, aber halt genau richtig. Ja? Die tun wir dann nachher in den tiefen Teller. Und es soll schon noch so ein bisschen sowas bleiben, wenn ihr hin und her schiebt. Ja? Wenn ihr das alles mixt, dann geht die Struktur von den Milchprodukten verloren. Dann wird es eher so wie eine sahnige Konsistenz. Und das ist dann nicht so lecker auf den Kartoffeln und verbindet sich auch nicht so schön mit den Kartoffeln. So, jetzt gebe ich immer noch ganz gerne dazu eine kleine Schalotte. Ist, glaube ich, auch nicht klassisch, aber ich mache es trotzdem immer ganz gerne rein. So ein bisschen was Zwiebeliges. Und ich gebe immer noch dazu ein bisschen Gewürzgurke. Die einfach fein würfeln. Okay, das kann man schon dazugeben. Und jetzt die Schalotte, da nehme ich extra nur eine kleine, ja, dass das nicht zu zwiebelig wird. Wie gesagt, könnt ihr auch rauslassen, wenn ihr das nicht wollt. Ja. Einmal vielleicht noch quer einschneiden und dann so fein wie möglich runterpulverisieren. Ja. Das sieht doch gut aus. Das geben wir jetzt auch noch gleich dazu. Jetzt könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Ihr könnt jetzt rein theoretisch auch noch die hartgekochten Eier hacken und mit in die Soße reingeben. Ja, habe ich auch schon des Öfteren gesehen. Ich finde es aber rein aus optischen Gründen ganz schön, wenn die Eier noch so viertelt sind. Ja, geviertelt und dann reingelegt. Und jetzt machen wir hier unten einfach einen schönen Klecks von der grünen Soße rein. Seht ihr, genau so muss es sein. Es muss schon noch so ein bisschen so ein... Ja, Konsistenz halt einfach haben, ja. Und dann nehmen wir jetzt das Ei, schneiden so ein Ei auf. Einfach nur in Viertel zum Beispiel oder in Achtel, wie ihr das wollt. Vielleicht habt ihr auch so einen Eierschneider zu Hause. So, dann legen wir hier die Eier rein auf eine Seite. Ruhig so ein bisschen kreativer. Bisschen nicht ganz so spießig reingelegt. Jetzt kommen die Kartoffeln dazu. Da könnt ihr jetzt dazugeben, wie viel ihr wollt. Die habe ich jetzt nicht mit Petersilie nochmal geschwenkt, weil da so viele Kräuter schon drin sind. Ja. Und jetzt machen wir da einfach so eins, zwei, auf dem Rand, dass es schön ausschaut. Und drei. So. Jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, noch so ein bisschen die Butter nehmen und da noch so ein paar Tröpfchen reinmachen. Das schaut auch immer super schön aus. Da machen wir jetzt noch ein bisschen Pfeffer drüber. Kennt ihr ja schon. Und jetzt habe ich vorher noch so ein paar Blüten weggelegt, ja, dekomäßig. Könnt ihr machen zu Hause, wenn ihr es nicht wollt, lasst es einfach weg. Soll ja noch schön aussehen. Also hier so eine Borretschblüte. Da mache ich noch ein bisschen Dill mit rein. Und ein kleines Dingchen Kerbel. So. Und wird es nicht wunderschön ausschaut, meine Lieben? Dann weiß ich es auch nicht. Wie immer, bleibt mir nur eins. Probieren. Da nehme ich mir jetzt ein Stück vom Ei. Und ein bisschen Kartoffel. Habt ihr schon gesehen, ich habe schon gegrinst, bevor ich probiert habe. Weil das einfach eins meiner Lieblingsessen ist. Das ist in 5 Minuten gekocht, ohne Schmarrn. Länger dauert es nicht, von der reinen Kochzeit her. Und es schmeckt mega, mega lecker. Super frisch, super gesund. Ihr habt richtig viel Vitamine drin. Kocht es mal nach, macht es mal nach, mal wieder. Vielleicht habt ihr das schon länger nicht mehr gegessen. Das muss mindestens einmal im Jahr sein. Jetzt, wie jedes Mal, würde ich euch bitten, Daumen hoch, kommentieren, abonnieren, euren Leuten erzählen. Vielleicht habt ihr Bock auf eine Kanalmitgliedschaft, um mich ein bisschen zu unterstützen. Würde ich mich sehr freuen drüber. Kocht es nach, lasst es euch schmecken und wir sehen uns bald wieder bei Let It Cook, meine Lieben. Macht es gut. Ciao, Servus.